Schauen wir jetzt in die unregulierte Welt des Internets. Dort ist der Messenger-Dienst Telegram mal verschrien als das Schmuddelkind der Branche und mal gepriesen als wichtige Plattform für Oppositionelle in Diktaturen. Pavel Durov startete Telegram mit dem Ziel, einen wirklich freien Messenger-Dienst zu schaffen. So frei, dass nun in der Praxis sowohl Kritik an Putin in Russland als auch Drogenhandel, Betrug und Kindesmissbrauch alle ihren Platz auf der Plattform haben. Eine Freiheit, bei der jeder Justizbeamte die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Die französischen Behörden wollten das nicht mehr mitmachen. Svea Eckert und Mareike Arten. Freie Bahn und ein schnelles Auto. Momente aus dem Leben des Telegram-Gründers Pavel Durov kurz vor seiner Festnahme. Schießübungen in Aserbaidschan. Auf Telegram und Instagram teilt der 39-jährige Milliardär gern solche und andere Einblicke, inszeniert sich als starker Mann und Kämpfer für die Freiheit. Jetzt sitzt Durov, der auch einen französischen Pass besitzt, hier in Paris in U-Haft. Der Vorwurf: Er soll nicht genug unternommen haben gegen Kinderpornografie, Geldwäsche oder Drogenhandel auf seiner Plattform. Telegram ist seit Jahren in der Kritik. Durov setzt sich seit Jahren über das Recht hinweg. Die deutsche Justiz hatte die größten Probleme über Jahre. Er hat bewusst mit dem Feuer gespielt und jetzt festgehalten zu werden für einige Tage, das wird er überleben. Zu seiner Heimat Russland hat Durov ein zwiespältiges Verhältnis. Für das von ihm gegründete Vkontakte, das russische Facebook, wurde er gefeiert. 2012 erster internationaler Auftritt in London. Doch dann weigert sich Durov, Daten von Regimekritikern an russische Behörden weiterzugeben, verlässt Russland, verkauft Vkontakte und setzt ganz auf Telegram. Dort lassen sich Nachrichten verschlüsseln. Deshalb fühlen sich auch russische Oppositionelle bei Telegram sicher. So wie Leonid Volkov, langjähriger Vertrauter von Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Aber aus Pavel Durov sollte man keine Ikone im Kampf für ein freies Internet machen. Er ist Unternehmer und hat geschickt einerseits am Image eines Kämpfers für das zensurfreie Internet gearbeitet und gleichzeitig mit verschiedenen Regimen zusammengearbeitet oder ihre Forderungen erfüllt, wenn es sein musste. Extremismusforscher Miro Dittrich beobachtet, wie auch Kriminelle und Extremisten Telegram nutzen. Seit vielen Jahren recherchiert er in geschlossenen Chatgruppen. Man findet Waffenanleitungen, wie man 3D-Drucken Waffen druckt oder Bombenanleitungen. Es wird aufgerufen zu Straftaten, es wird aufgerufen zum Massenmord. Und Telegram greift hier sehr wenig ein. Telegram weist die Vorwürfe zurück, man halte sich an EU-Gesetze. Im russischen Staatsfernsehen heißt es heute, der Westen schränke mit der Festnahme Durovs die Meinungsfreiheit ein. Frankreichs Präsident Macron weist das zurück. Durovs Festnahme sei nicht politisch motiviert.